So, dann würde ich sagen, starten wir mal. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sven Diefenthaler. Wir stehen genau falsch rum. Wichtiger, richtigerweise. Völlig in Ordnung. Ja, bin HR-Coach bei der Firma Novatec. Mein Kollege? Ich bin Steffen Brandt. Ich bin Agile-Coach bzw. Scrum Master bei der Andrena Objects AG. Und wir beide, ja, wir beschäftigen uns mittlerweile schon geraume Zeit mit dem Thema Skalierung und wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir die Teams so ein Stück weit dahin entwickeln, wo, ja, dass sie von sich selbst heraus eigentlich so den Mehrwert entdecken und herausfinden, dass wenn sie sich zum Beispiel irgendwann aufsplitten aufgrund einer gewissen Größe und wenn sie eine gewisse Professionalität erreicht haben, dass sie da so ein bisschen selbst auf die Idee kommen und wie man da Coaching, also mit Coaching-Ansätzen unterstützen kann. Und dazu wollen wir zentral, wir haben uns das so ein bisschen abgeguckt bei den Kollegen heute Mittag auch schon mal, so die Initialfrage vielleicht auch mal so ein bisschen auch mit an euch geben. Ist Skalierung jemals abgeschlossen? Wer glaubt, dass das mit Ja zu beantworten ist? Deswegen nehmen wir die einfach auch mal aus unserer Sicht schon mal von vornherein vorne weg und nehmen die zwei ab. Nein? Ist es natürlich nicht. Definitiv nicht. Das ist ein fortlaufender Prozess. Es wird immer irgendwelche Veränderungen geben, immer wieder. Und dem wollen wir jetzt uns ein bisschen weiter noch nähern. Genau, der Vortrag an sich wird drei Teile haben. Einerseits geht es darum, wie kann ich denn insgesamt bei einem Team für das Thema Wachstum sorgen? Wie kann ich ein Team unterstützen mit verschiedenen Vorgehensmodellen oder Tools? Also da wir auf der Tools for Agile Teams sind, jetzt hört ihr ein bisschen was, welche Möglichkeiten habe ich denn durch Formate ein Team beim Wachstum zu unterstützen und zu helfen? Für alle, die ein bisschen später gekommen sind, da hinten klebt noch eine Linie auf dem Boden. Wenn man vor der Linie sitzt, hat man gute Chancen, diese relativ doch kleinen Post-its von hinten weiter noch lesen zu können. Ansonsten, wir werden auch alles erzählen, was hier steht, und später im Fotoprotokoll kann man das alles dann auch nochmal nachgucken. Grob zu dem Aufbau der Flipcharts. Wir haben immer, was ist das Prinzip hinter dem, was da ist? Was ist unsere Erfahrung damit? Und dann jeweils nochmal ein QR-Code. Wo ist nochmal die Theorie dazu? Beziehungsweise, wo kann ich nochmal was nachlesen zu dem Tool? Nachdem wir uns mit dem Thema Tools beschäftigt haben, mit Wachstum, ist die Frage, wie können wir denn dem Team transparent machen oder wie kann sich das Team mit der Frage auseinandersetzen, ist Wachstum, ist Skalierung für uns sinnvoll? Um dann am Ende nochmal auf das Thema Rahmenbedingungen einzugehen. Welche Rahmenbedingungen brauchst du beim Team, in der Organisation? Und das wollen wir alles in den verbleibenden 35 Minuten noch mit euch durchgehen. Ja. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, stellt einfach zwischendurch die Fragen. Wenn ihr irgendwas nicht lesen könnt oder das Gefühl habt, ihr seid abgehängt, Hand heben. Wir sind ein relativ überschaubarer Kreis, da können wir das interaktiv machen. Mhm. Genau. Da, wo es anfängt, mehr oder weniger, wenn ein Team zusammenkommt, haben wir für uns gemerkt, durch unsere Erfahrungen, dass das Thema Self-Selection ein sehr gutes Vorgehen ist, um das Team von Anfang an zu befähigen, sich selbst anhand einer Aufgabe zu finden. Hinter dem QR-Code versteckt sich ein Vortrag, den wir auch dazu letztes Jahr auf der Tools for Agile Teams gehalten haben. Den kann man sich dann nochmal angucken. Deswegen hier in aller Kürze, was ist Self-Selection? Beim Self-Selection geht es darum, ich habe es eben schon kurz erwähnt, Leute finden sich anhand von einer Aufgabe. Das heißt, wir haben einen Product Owner, der hat eine Vision, die er dann auch runterbricht in klare Aufgaben, klare Ziele, und die präsentiert er einem Team. Und das Team findet sich anhand dieser Aufgabe zusammen. Das ist abgeleitet von den FedEx Days, die es früher gab bei Atlassian. Das sind dann 24-Stunden-Hackathons, zu deren Beginn sich Leute anhand einer Aufgabe zusammengefunden haben. Der Vorteil ist, wenn sich die Leute finden anhand einer Aufgabe, sind, heute kam es in einigen Vorträgen schon vor, die Dinge, die jemanden intrinsisch motivieren, sind dadurch schon bedient. Also das, was Dave Pink in seinem Buch Drive beschrieben hat, wir haben Mastery, Autonomy und Purpose. Das wird ganz klar bedient durch dieses Thema. Weil am Anfang, wenn sich das Team findet oder wenn die Leute sich bewerben auf die Aufgabe, direkt mit dem Product Owner schon
in eine Verhandlung treten können, um festzustellen, hey, ist es möglich, dass wir technisch das ein oder andere ausprobieren? Was passiert, wenn wir scheitern, um da von Anfang an mit offenen Karten zu spielen? Und der Vorteil ist, es ist nicht mein Chef, der mir sagt, ich habe in dieses Projekt zu gehen oder in dieses Produkt zu investieren, sondern ich persönlich habe da Bock drauf. Vorher gibt es viele Rahmenbedingungen, die vor so einem Workshop erledigt werden müssen. Wie gesagt, die Details, guckt euch einfach nochmal den Vortrag an. Unsere Erfahrung mit dem Ganzen ist sehr gut, auch da habe ich eben schon kurz gespoilert. In einem Projekt ist es so, dass wir das gemacht haben, vor mittlerweile 2 Jahren ist es her. Wir sind damals von 3 auf 5 Teams gegangen, mittlerweile sind es 13 Teams, danke, aktueller Wasserstand von dieser Woche. Ich bin nicht mehr in dem Projekt, deswegen muss ich jemanden, habe ich jemanden, der mir souffliert. Der Riesenvorteil ist, die Leute identifizieren sich von Anfang an direkt mit der Aufgabe. Die Diskussionen sind an der Aufgabe bzw. an dem Produkt geführt und weniger zwischenmenschlich. Der Nachteil ist allerdings auch, wenn man mehrere Teams hat, die sich sehr stark mit ihrem Produkt identifizieren, grenzen sie sich auch von anderen Teams ab an der Stelle. Das ist nicht immer hilfreich in einer Organisation. Da muss man immer abwägen. Gut, das ist das erste Tool. Irgendwelche Fragen dazu? Gut. Bitte? Muss das sein? Die Frage war, muss das sein? Nein, das muss natürlich nicht sein. Also ich tue mich mit diesem 24-Stunden-Hackathon. Dann sind wir hier auf so einer Konferenz, dann gehe ich gern zu einem Meetup. Aber ich frage mich, wann ich überhaupt noch zu Hause bin. Ja? Ich habe doch da meinen 6 bis 8 Stunden Arbeitstag. Und wenn ich für was brenne, dann kann doch eine Führungskraft dafür sorgen, dass ich das tun kann in meiner ganz normalen Arbeitszeit. Also ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit diesem, wir müssen da diese super tollen Formate erfinden, weil wir nicht in der Lage sind, im Tagesgeschäft die Menschen zu sehen und die im normalen Miteinander das tun zu lassen, was gut ist, ja, und was sie toll finden. Dann noch ganz kurz zu den Rahmenbedingungen, die da mit reingespielt haben an der Stelle. Einerseits nicht der 24-Stunden-Hackathon, sondern wirklich auf längere Zeit Leute an einem Produkt arbeiten lassen. Und das Problem ist, von denen, mittlerweile sind es glaube ich 110 Leute, die an diesem Produkt arbeiten, haben wir ungefähr 10 interne und 100 externe. Deswegen ist dann auch wieder die Frage, wie spielt sich Führung ab? Also die Rahmenbedingungen haben es an dieser Stelle einfach ermöglicht, es so zu tun. Ansonsten bin ich völlig bei dir. Die Leute sollten Freiräume kriegen, sollten auch mal ein bisschen Slack-Time einfach mal nutzen können, um sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Definitiv. Ja. Wenn es um die Weiterentwicklung geht, vor allem als Team, ist es so, kann man diesen sogenannten High-Performance-Tree benutzen. Kurz zur Historie, was ist das? Wer hat alles das Buch gelesen? Coaching Agile Teams von Lissa Atkins? Okay. Ist gar nicht schlimm, dass ihr es nicht gemacht habt, weil dieses Ding geht ziemlich unter. Auf Seite 22 wird es erwähnt und danach gar nicht mehr. Lissa Atkins ist selber Agile Coach und hat abgeleitet von dem Buch Collaboration Explained von Gene Tabaka, hat sie diese Metapher erstellt. Wie kann ein Team wachsen? Dann ist es wichtig, ein Team braucht Werte, das sind so die Wurzeln, das Wurzelwerk, was es definitiv braucht. Wir sind hauptsächlich in Scrum-Teams unterwegs, deswegen haben wir hier einfach mal ganz frech die Scrum-Werte hingeschrieben, die da einfach mal stehen sollten. Hier oben die Sachen, die im Astwerk sind, das Astwerk muss auch regelmäßig gehegt und gepflegt werden durch das Team, sind die Eigenschaften, die es laut Gene Tabaka braucht, dass ein Team zu einem High-Performance-Team werden kann. Das möchten ja vor allem Manager, sage ich einfach mal, dass das Team sagt, ja, wir schaffen das alles. Was es wirklich braucht, steht hier oben nochmal. Also das Team braucht natürlich auch Erfolg. Sie brauchen eine Selbstorganisation, weil ohne Erfolge, oh, Gesundheit. das Team muss Entscheidungen treffen können, zu denen sie dann auch stehen und nicht von heute, also heute hü, morgen hot, geht dann natürlich nicht mehr. Und sie brauchen einfach eine Einstellung, wir als Team schaffen das. Wir schaffen eigentlich alles, was ihr uns gebt, wir kriegen das weg. Wenn das gegeben ist, wenn das Wurzelwerk gesund ist, die Äste auch leben können, dann fallen die Früchte ab. Also wie gesagt, es ist eine sehr starke Metapher. Wir werden am Anfang schneller zu Ergebnissen kommen. Ob das richtige sind, wissen wir nicht. Irgendwann werden wir die richtigen Ergebnisse haben und werden am Ende auch noch herausragende Ergebnisse haben, mit denen wir Leute wirklich überraschen, abholen und wirklich faszinieren können. Neben dieser Einstellung, wir können alles tun, wird das auch irgendwann Wahrheit. Das Team kann wirklich alles tun am Ende. Egal, welche Aufgabe man ihm gibt, solange es in den Aufgabenbereich fällt. Also Entwicklern sollte man jetzt nicht irgendwie die Aufgabe geben, sie sollen die neue Titanic bauen. Eher nicht.
Und am Ende ist es gegeben, dass Raum da ist, um individuell wachsen zu können, als Team auch noch. Ja? Du hast eine Frage? Nein? Okay. Das ist die Metapher. Wie kann man das Ganze einsetzen? Wie immer bezieht das Team mit ein. Ich habe es in dem Fall so gemacht, gar nicht mal wir, dass ich das in der Retrospektive mit dem Team gemacht habe. Wir haben gesagt, über 7 Retrospektiven, wir möchten als Team einfach mal in die Richtung gehen und gucken, tut uns das weh? Schaffen wir das? Haben wir bessere Ergebnisse am Ende, die wir dem Kunden liefern können? Und haben dann in der Retrospektive einerseits hier unten nochmal über die Werte diskutiert. Was heißt das für uns? Wie wollen wir es leben? Und haben dann während des Sprints, immer wenn einer dieser Werte oder eins der Attribute irgendwie gechallenged wurde von außen, außerhalb des Teams oder auch innerhalb des Teams, ein Post-it draufgeklebt. Einfach das Thema Offenheit haben wir nicht gelebt, weil jemand hat 2 Tage an einem Task gearbeitet und war da so gar nicht offen dazu und hat seinen Klein-Klein gemacht. Das war vollkommen gegen das Team. Oder Respekt ist ein Thema, das hat man immer wieder im Team. Ich habe doch eine Frage. Ja. Was ist ein High-Performance-Team? Laut dieser Definition, ein High-Performance-Team ist ein Team, was es schafft, in einem relativ kurzen Zeitraum ein Produkt zu entwickeln, was einen Mehrwert generiert. Und das Produkt sollte kontinuierlich entwickelt werden. Ich bin Teil von so einem skalierten, agilen Grüppchen und mache die Erfahrung, dass die Angst davor, nicht High-Performance genug zu sein, den größten Schaden anrichtet. Wichtig, das sollte nicht durch ein Management, durch eine Leitung oder so reingegeben werden, sondern... Das muss es nicht. Es muss nur oft genug darüber gesprochen werden. Wer spricht denn bei euch darüber? Das muss gar nicht in der Gruppe sein. Also die Menschen machen sich ja schlau zum Thema agil und so ein bisschen zumindest. Und dann geht es... Also ich höre den Begriff, ich bin da inzwischen tatsächlich etwas, ein bisschen auf, ich möchte das genau wissen, denn ich kenne auch den Begriff Sustainable Pace in der Agilität und man kann nicht dauerhaft high performen, meiner Meinung nach. Also ich tue mich schwer damit, dieses Ziel des High Performance so zu nennen. Ja? Also ich finde es gut, wenn man sagt, wir tun unser Bestes. Das ist tatsächlich witzigerweise das Erfolgsgeheimnis von Steffi Graf, ja, wo man, glaube ich, von High Performing reden kann. Er hat gesagt, sie hat jedes Spiel mit 100% gespielt. Ich tue mich aber mit dem Begriff, ich halte den für gefährlich tatsächlich inzwischen. Ich wollte, das ist wahrscheinlich eher eine Frage, erreiche ich eine Kontinuität? Ja? Und kann ich so ein Stück weit die Kontinuität dadurch, dass ich mich auch sukzessive weiterentwickle, auch irgendwo halten? Und es darf auf keinen Fall ein Vergleich stattfinden, dann wird es ganz gefährlich. Exakt. Wenn ich anfange, irgendwie Velocity von Team A mit Team B zu vergleichen, etc., dann habe ich ein Problem. Das ist ein No-Go. Danke. Nur noch ganz kurz, wie haben wir es eingesetzt? Über 7 Sprints haben wir immer wieder drauf geguckt. Ist es möglich, dass wir uns an dem einen oder anderen verbessern, weil das Team es gerne wollte? Wir haben festgestellt, es hilft uns ungemein, dieses Modell zu haben und zu sehen, was ist denn das, was uns täglich in unserer Arbeit beeinflusst. Also gar nicht mal ist es das Ziel, High Performance zu werden, sondern eher, was sind so die Einflussfaktoren, die sich negativ auf uns auswirken, was verhindert, dass wir wirklich gut arbeiten können. Und dieses Gutarbeiten ist dann auch wieder jedem individuell überlassen, mehr oder weniger. Nach 7 Sprints haben wir festgestellt, Probleme, die das Team hat, können nicht gelöst werden, weil sie durch die Organisation erstmal gegeben sind, also nicht in dem Rahmen, dem das Team zur Verfügung steht. Deswegen haben wir noch mal was anderes probiert in dem Team. Der ein oder andere mag es kennen, als Skill-Matrix vielleicht schon mal gehabt im Projekt, dass irgendwie 5 Entwickler in einem Raum sitzen und sie überlegen sich dann, ich bin ein Java-Entwickler auf Level 3 von 5 möglichen und ich möchte gern auf Level 4, was muss ich denn machen? Und da als Team zu wachsen mit der ganzen Sache. Man hat jetzt nicht nur Entwickler, man hat viele verschiedene Leute in einem Projekt und muss gucken, was haben denn die Leute für Werte und Praktiken. Eine Möglichkeit sind die Pioneer Cards. Leider wird es hier oben ein bisschen abgeschnitten von der HR Pioneer. Die haben, also das hier ist nochmal das Produktbild dazu, die haben es gemacht, dass sie 32 Werte, die ein Team haben kann, das haben sie damals bei Otto entwickelt, 32 Werte, die ein Team haben kann. Ich kann das auch mal rumgeben, da könnt ihr alle mal reingucken. Und 32 Praktiken, die ein Team vollziehen kann, sage ich einfach mal.
auf eine relativ allgemeine Basis. Da ist dann sowas dabei wie Praktiken Selbstorganisation. Da steht dann drunter, kann eigene und Teamressourcen sinnvoll koordinieren und konzentriert sich auf das Wesentliche. Eine andere Praktik wäre die Hilfsbereitschaft. Unterstützt andere und verbessert schwierige Situationen proaktiv. Auch gerne weitergeben. Hier ist es so, erstmal als Team den Standort zu finden, um zu sagen, okay, wo sind wir denn, was haben wir denn für Werte, was haben wir denn für Praktiken? Das Team hat gesagt, sie haben sehr viel über Werte geredet bei dem Baum, sie möchten gerne mal über die Praktiken reden und auch gerne allgemein bleiben und gar nicht mal so mit der Skill-Matrix, sage ich mal, voranzugehen. Und wir haben dann auch in einer Retrospektive zuerst eine gemeinsame Basis uns erstellt, in dem das Team gesagt hat, welche 5 Praktiken sehen wir denn als Team, wo wir weiter wachsen sollten, und haben die dann gewählt. Das Voting lief dann so, hier sind auch noch so Karten von 0 bis 9 dabei, dass einfach anhand einer Priorität festgelegt wurde, was sind die Top 5 durch ein Voting. Und daran wurde dann 4 Sprints lang gearbeitet vom Team. Jetzt ist die Frage, warum nur 4 Sprints? Wir hatten das Problem, dass es immer wieder verwässert wurde, diese Praktiken, weil die Leute im Hinterkopf immer diese Skill-Matrix hatten. Also sie wollten ein besserer Java-Entwickler werden, aber hier steht jetzt Selbstorganisation. Das ist noch nicht so greifbar gewesen. Das hatte noch so ein bisschen so einen touchy-feely-Charakter irgendwie und ist nicht wirklich greifbar für das Team. Und deswegen haben wir nach 4 Sprints gesagt, es ist gut. Wir sind bei 2 von den 5 Werten, sind wir 2 Stufen nach oben gegangen. Das heißt, wir waren da auf einer 2 und sind auf eine 4 gekommen. Was das jetzt genau heißt, muss man immer in einem Teamkontext sehen. Aber das Team an sich ist anhand oder mit Hilfe dieses Tools, um einfach Dinge transparent zu haben, sind sie gewachsen aus ihrer Sicht. Das waren Teamziele. Also die Frage war, für alle, die es nicht hören konnten, ob das persönliche Ziele waren oder Teamziele. In dem Fall waren es Teamziele. Man kann es aber natürlich auch für die individuelle Entwicklung benutzen. Wenn man jemanden im Team als Scrum Master, Agile Coach, als Person coacht, kann man sagen, hey, was ist dir denn wichtig an Werten oder Praktiken, um es einfach mal transparent zu haben für die Person. Genau. Gut. Wer vorhin in dem Vortrag war, von Oliver und vom Daniel, hat irgendwie so die 20 Tools, die garantiert nicht helfen, gehabt. Ja, guck mal, Community of Practice und Tech Talk, die waren da. Auch hier muss man sagen, vorhin in dem Slot ging es dann darum, wenn man es richtig einsetzt an der Stelle, kann es auch helfen. Wir haben festgestellt... Jetzt kommt die Frage, was ist richtig? Nein, Sie haben ja den Titel geändert, die nicht garantiert helfen. Nicht garantiert helfen, genau. Vorher war es garantiert nicht helfen. Bei uns im Projekt, da waren wir schon skaliert unterwegs, haben die Teams festgestellt in der übergreifenden Retrospektive, sie haben das Problem nicht nur innerhalb der Teams, sondern sie haben zusammen an einer Plattform gearbeitet. Da ist es so, dass auch zwischen den Teams einfach Wissensinseln bestehen, die nicht gut sind, die nicht zuträglich sind, die man einfach besser machen muss. Und haben dort für sich 2 Formate etabliert. Das eine ist die Community of Practice. Ganz kurz nur, das ist ein relativ weit bekannter Begriff. In der Community of Practice kommen Leute zusammen, die Interesse haben an einem Thema und die auch Spezialisten und Experten sind in ihrem Thema. Also jeder, der Interesse, also Stakeholder für ein Thema ist, dort wird sich ausgetauscht und die Gruppe kann auch das Mandat haben, Entscheidungen zu treffen. Kommt immer darauf an, wie das Ganze gelebt wird. Hier muss man sagen, bei uns im Projekt, das waren die Ops der Teams, also die Leute, die das für das Operations zuständig sind. Die hatten eine Community of Practice für sich. Und das ist auch so ein bisschen der Smell, den das Ganze annehmen kann. Unsere Erfahrung ist, das Ding ist gut, um schnell Entscheidungen zu treffen. Es kann aber auch auf der anderen Seite irgendwie dazu führen, dass diese Community of Practice als eigenes Team wahrgenommen wird. So ein Team aus den Teams heraus. Und plötzlich treffen die Entscheidungen, es landen Dinge im Backlog für das Team und das Team hat keinen Einfluss mehr drauf und der PO auch nicht. Also das kann ganz böse nach hinten losgehen. Da sollte man drauf achten, wenn man das benutzt. Einfach an der Stelle, es sollte kein eigenes Team plötzlich sein. Wenn, dann sollte man es explizit wirklich so machen. Das ist dann ein eigenes Team und das Team ist dann Operations meinetwegen, wenn es das Thema ist. Und die sollten sich darum kümmern um das Thema und sollten auch das Mandat dafür erhalten. Eine andere Möglichkeit ist der Tech Talk. Beim Tech Talk geht es darum, gerade wenn man mit 13 Teams unterwegs ist, gibt es immer wieder Leute, die setzen sich mit einem bestimmten Thema auseinander. Sei es das Thema Logging, da gibt es bestimmt 30 verschiedene Frameworks. Es ist natürlich eins im Einsatz, aber vielleicht gibt es da noch ein besseres.
wenn die Leute an diesem Thema arbeiten, innerhalb des Sprints oder in der Freizeit, das ist den Leuten natürlich überlassen, und dieses Thema präsentieren wollen, dann gibt es die Möglichkeit, in einem Tech-Talk, eine Stunde pro Woche ist das bei uns, sich einfach mal auszutauschen im Sinne von, jemand hält einen, ich mache es jetzt extra in Anführungszeichen, Expertenvortrag. Ich würde eher sagen, ein Motivationsvortrag, warum ein Tool vielleicht gut ist, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Und am Ende gehen die Leute so leicht infiziert, das ist ja auch ein Begriff, der heute oft gefallen ist, mit neuen Ideen wieder zurück in die Teams. Und dann kann so eine Idee auch wachsen an der Stelle. Wie auch bei einer Community of Practice ist bei dem Tech-Talk einerseits gut, Wissensinseln können aufgelöst werden, andererseits kann aber auch das Problem entstehen, das schläft einfach ein mit der Zeit. Und das ist auch was, was der Daniel und der Olli vorhin gesagt haben, es kann einfach sein, es kommt keiner mehr. Auch der Carsten hat es in seinem Vortrag erwähnt, dann gibt es halt das Format, aber keiner kommt. Deswegen, damit sollte man transparent umgehen, man sollte Formate auch mal begraben, wenn es sie nicht braucht. Es gibt Zeiten, da braucht es die Formate, so war es auch hier beim Tech-Talk, hatten wir manchmal 5 Themen, die gewotet werden mussten pro Woche und manchmal hatten wir 3 Wochen lang keinen Tech-Talk. Und da ist es wichtig, gerade als Agile Coach oder Scrum Master immer wieder transparent zu machen, wo sind wir, wo wollen wir hin, brauchen wir diese Formate und nicht die Frage, brauchen wir das Format oder ist es sinnstiftend, sondern was für ein Wissen brauchen wir gerade. Weil es gibt Unternehmen, da heißt es ja klar, so ein Treffen eine Stunde die Woche, so rum, da gibt es dann vielleicht noch irgendwie einen leckeren Kaffee und ein bisschen Gebäck dazu, da gehe ich doch mal hin, auch wenn es erstmal keinen Mehrwert bringt für mich oder für das Produkt, regelmäßig hinterfragen, was ist der Zweck dahinter, welches Wissen soll ausgetauscht werden? Die Motivation sollte aus den Teams kommen. Mhm. Und es sollte auch wirklich Motivation da sein, sich entsprechend auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil ansonsten wird es per Definition sterben. Eher früher als später. Genau. Und jetzt, bevor wir gleich zum zweiten Agendapunkt übergehen, noch das letzte, in Anführungszeichen, Tool. Was wir bei uns einmal initial ausprobiert haben, was sich dann als gut erwiesen hat, war ein sogenanntes Marktplatz-Review, eine Science Fair. Wer schon mal irgendwie einen Film, der aus Amerika kommt, gesehen hat, da ist es meistens so, dass irgendein Schüler, der gerade auf der Highschool ist, irgendwie sein Vulkanprojekt fertigstellen muss, was natürlich schief geht, für die Science Fair. Was steckt dahinter? Wenn ein Team wächst, ist es sinnvoll, dass es auch Input von außen bekommt, unabhängig davon, ob ich in einem skalierten Kontext unterwegs bin oder nicht. Weil sonst ist es so, wir drehen uns immer im eigenen Kreis. Ja? Okay. Wir drehen uns meistens im eigenen Kreis, machen uns Gedanken. Gerade in so einem Format, wenn wir als Team etwas demonstrieren oder präsentieren im Review, kommen meistens so 2, 3 Stakeholder, die immer wieder ähnliches Feedback geben. Und die Frage ist, wie kann man die Leute abholen? Wir haben das Ganze, wir müssen sagen, wir haben es im skalierten Kontext dann gemacht, wir haben das auseinandergezogen, haben gesagt, jedes Team hat mindestens einen Marktstand, wo sie ihre Themen präsentieren und einerseits können die Stakeholder an den Marktstand kommen, um sich zu informieren, andererseits können aber auch die Entwickler unter sich und die Tester und die Ops und wer alles in den Teams waren, einfach sich mal austauschen und sich gegenseitig mit ihren Ideen bereichern an der Stelle, um mal zu diskutieren, wo vielleicht während des Sprints nicht genug Zeit für ist. Einfach mal da das Format nutzen. Ich habe schon gesagt, wir waren schon im skalierten Kontext unterwegs, als wir das probiert haben. Unsere Erfahrung war da, wir haben es mit der Zeit geändert, das Format. Am Anfang war es so, dass wir 3 Teams hatten, die an einem Beamer präsentiert haben, bevor wir das Marktplatz-Ding gemacht haben. Und das war für den Hauptstakeholder das perfekte Format. Aber für alle anderen nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren jetzt mal was aus. Wir machen diese Marktstände und hatten dann am Anfang das Problem, dass es alle super fanden, nur der Hauptstakeholder nicht. Der war irgendwie lost. Deswegen haben wir wir haben es dann liebevoll Tross genannt, eingeführt. Das heißt, es gab so einen moderierten Block von 10 bis 15 Leuten, die dann von Marktstand zu Marktstand gegangen sind. Und außenrum konnten sich die Leute noch unterhalten und diskutieren. Das Problem war, das haben sie dann nicht genutzt, weil jeder ist irgendwie diesem Tross gefolgt, warum auch immer. Mittlerweile sind wir bei dem Format angelangt, dass wir alle 10 Minuten einen Gong machen mit einer Klangschale, weil das ein nicht so grässliches Geräusch ist. So dass alle 10 Minuten die Leute im Hinterkopf haben, ich kann jetzt weitergehen, einfach um so einen Takt zu haben. Insgesamt dauert das Format 120 Minuten. Wie gesagt, mittlerweile 13 Teams. Als ich noch dabei war, waren es 9 Teams. Da hat es noch skaliert, da hat es noch geklappt mit 9 Teams, innerhalb von 120 Minuten sich gegenseitig auszutauschen. Hier unsere persönliche Erfahrung. Es ist unglaublich wichtig, Feedback zu kriegen aus den Teams. Wenn man allerdings in einer Runde zusammensitzt, wo 80 Leute sind, dann wird bestimmt niemand die Hand heben und sagen, das ist scheiße. Und wenn die Person das macht, dann macht sie es wahrscheinlich nur einmal, weil danach hat die Person keine Lust mehr, weil dann 5 Leute sagen, nein, das ist ein gutes Format. Deswegen immer anbieten,
als Agile Coach, als Scrum Master, man ist jederzeit offen für Verbesserungen, Bereicherungen an dem Format und einfach mal offen drüber reden. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Die Frage war, was ist denn Inhalt dieses Austauschs gewesen? An der Stelle, je nachdem, welchen Fokus man hat. Als Stakeholder hat man natürlich Interesse daran, sich über das Produkt auszutauschen. Als Entwickler hat man wahrscheinlich ein Interesse dazu, sich irgendwie oder dafür, sich über Entwicklungspraktiken auszutauschen. Wie zum Beispiel, hey, eure Metriken, die jetzt die interne Codequalität bewerten, die sind so und so, wie seid ihr denn da hingekommen? Leute aus Operations haben wahrscheinlich den Fokus, sich über dieses Thema zu unterhalten. Also an sich ist es völlig offen. Es ist nur wichtig, einfach erstmal einen Rahmen zu haben, in dem sich die Leute austauschen können und diesen Rahmen zu ermöglichen. Gut, das war dann erst vorerst das letzte Tool. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn herausfinden, wann das Team bereit ist? Also generell kommt man ja häufiger mal in die Situation, dass man auch ein größeres Team hat und da steht dann auf einmal zwanghaft irgendwie so die Frage im Raum, müssen wir da jetzt irgendwie skalieren oder müssen wir das Team splitten und wie machen wir das eigentlich? Und die Frage, die wir uns an der Stelle gestellt haben, ist das Team überhaupt bereit dazu und wann ist es überhaupt bereit dazu? Und da haben wir so ein paar Thesen. Wenn aus dem Team heraus die Aussage kommt, irgendwie uns geht der Fokus verloren. Ja, also wir, da sind zu viele Dinge irgendwie unterwegs und irgendwie wissen wir gar nicht mehr so richtig und irgendwie kriegen wir auch gar nicht mehr so richtig die Sachen fertig. Wenn es immer schwieriger wird, sich mit allen abzustimmen, weil es einfach zu viel ist, zu groß ist, zu viele Leute sind, zu viele Abhängigkeiten im Endeffekt vielleicht auch schon. Wenn das Team merkt, dass es trotzdem, dass es mittlerweile professionell ist in der Art und Weise, wie es miteinander arbeitet und auch im Rahmen des Scrum-Flows, trotzdem irgendwo nicht mehr schafft, das auf die Straße zu bringen, was sie sich vornehmen. Wenn Einzelne dann aus diesem Setting versuchen irgendwie alle möglichen Brücken zu schlagen und dabei selbst aber nicht mehr so richtig glücklich sind. Wenn nicht mehr alle an allem interessiert sind, also ich komme so in dieses Szenario rein, dass ich Termine habe, Events habe, wo dann Leute rumsitzen und eigentlich schon wieder mental mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt sind. Wenn es auf der anderen Seite zu Reibungen kommt, weil gewisse Informationen nicht da sind. Wenn die Geschwindigkeit verloren geht, obwohl man ja eigentlich meinen könnte, wir sind mehr Leute und wir müssten ja eigentlich schneller werden und das aber trotzdem nicht funktioniert. Und generell, wenn der Mehrwert des Produkts und die Zusammenarbeit des Teams das ist, was im Vordergrund steht, das ist, was uns wichtig ist, wir es aber trotzdem bei unserer Größe mittlerweile nicht mehr schaffen, das auf die Straße zu bringen. Könnt ihr euch damit identifizieren? Du bringst viel auf die Straße. Du bringst viel auf die Straße. Viel auf die Straße? Mann. Christoph. Ja. Genau, also die Frage ist, oder meine Frage war, wann ist das Team bereit für was? Für aufgesplittet zu werden, für Skalierung? Das war der Punkt. Mhm. Ja. Genau. Da hätte ich noch eine Frage, und zwar, wo ich schon mal das Ding in der Hand habe. Du hast gesagt, wenn es schwieriger wird, sich mit allen. Wenn es schwierig. Ich habe es jetzt fast im Mund. wenn es schwieriger wird, sich mit allen anderen abzustimmen innerhalb eines Teams, stelle ich mir erstmal vor, dass es schwieriger wird, wenn man dann mehrere Teams draus macht, sich abzustimmen. Vielleicht nochmal ein Kommentar dazu, was sich dann da ändert. Komplexität
Und das, was notwendig ist, um dann teamübergreifend irgendwo den Austausch hinzubekommen, die steigt definitiv. Das ist definitiv da. Die Frage ist, bin ich noch zufrieden mit dem Status quo, den ich momentan habe? Ja, und ist das ein Signal im Endeffekt dafür, dass ich sage, das Team als solches ist bereit, dass wir über den Teamsplit überhaupt nachdenken wollen? Ja? Weil im Endeffekt ist es ja häufig so, dass viel ja von außen dann immer an das Team oder an die Teams herangetragen wird, ihr müsst aber jetzt, weil wir halten das für notwendig. Und die Frage ist, oder das könnt ihr für euch auch selbst beantworten, ob das der richtige Ansatzpunkt ist. Ja? Ich habe schon gesehen, ich muss irgendwie auf die Tube drücken. Ich war zu lang. An der Stelle, was man machen kann, und das ist ein Szenario, was ich schon ausprobiert habe, ist generell das Team auch tatsächlich mal zu fragen, wie steht ihr denn eigentlich zu diesem Teamsplit? Ja? Skala 1 bis 10, was ist denn eure Einschätzung? Ja? Was habt ihr für ein Gefühl dazu? Der Hauptgedanke dahinter steht ja dann auch wirklich herauszufinden, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, warum sind denn die Leute hier? Warum sind sie da hinten? Was sind die Gedanken, die sie umtreiben? Ja? Darüber kann ich versuchen, irgendwo, ja, ich sag jetzt mal ein Stück weit ein Gefühl zu entwickeln. Was können die nächsten Schritte sein? Ja? Beziehungsweise stopp, bin einen zu weit. Hab ja noch was anderes hier. Die spannende Frage hatte ich im Endeffekt eben in dem Zusammenhang auch schon. Auch schon gestellt, wenn ich das Ergebnis habe, kann ich als nächstes ein Stück weit auch die Frage danach stellen, was ist denn für euch als Team, was könnte denn der Mehrwert sein im Sinne des Produkts, weil wir tun das ja nicht nur so für uns und aus Lust und Laune, sondern wir wollen ja Ergebnisse erzielen, also ein positives Produktergebnis erzielen. Und was könnten denn die Mehrwerte sein für euch als Team? Wie schätzt ihr diese Dinge ein? Auf einer Skala von niedrig bis hoch. Und das sind jetzt tatsächlich Dinge, die dann dieser Session rausgekommen sind, die ich mit diesem Team gemacht habe. Technische Skalierung von wichtigen Teilen wird als hoch bewertet im Sinne des Produkts. Gezielter Fokus. Ja? Ja? 5 Minuten? Gezielter Fokus, der dann entsprechend steigt, wenn ich wieder in einem kleineren Setting unterwegs bin. Mehr Features durch mehr Fokus. Time to market wird kürzer. Die Qualität steigt. Gebündeltes Wissen durch kürzere Wege. Mehr Commitment auf das gemeinsame Ziel. Weniger Overhead im Team. Einstieg für neue Kollegen ist leichter. Und es gibt klare Verantwortlichkeiten. Das können alles Ergebnisse sein, die ihr dann entsprechend erhaltet. Allein durch diese Fragestellung und den Austausch darüber, das gemeinsame Verständnis, was ihr mit dem Team entwickelt, wie das Team das einschätzt. Und dann kann man schauen, was ist denn das, was gibt es da noch? Ich kann das Ganze noch ein bisschen tiefer legen, indem ich Fragen stelle wie, was wäre eine Verbesserung für euch? Was wäre eine Verschlechterung für euch? Woran erkennt ihr, dass der Split erfolgreich war und wie wollt ihr das messen? Um dann wirklich das Team von vornherein mit einzubeziehen in das potenzielle Ergebnis, was sie dann erreichen, um das auch hinterher zu messen und auch zu entscheiden, ob das gut oder schlecht war, was wir da gemacht haben. Ja? Ich lasse die anderen Zettel jetzt einfach mal weg. Generell
würde ich sagen, wenn es Rahmenbedingungen gibt in eurer Organisation, die darauf eine Auswirkung oder eine Wirkung haben, die müssen immer transparent sein. Wenn ihr das mit dem Team anfangt, da an der Stelle irgendwas zu erarbeiten, und dann kommt von der Seite irgendwo aus der Organisation irgendwelche Rahmenbedingungen, die dort irgendwie erwartet werden, was erfüllt sein muss, dann wird das immer zum Clash führen. An sich, da uns leider die Zeit wegläuft, ich habe zu lange gebraucht, generell zum Thema Rahmenbedingungen. Einerseits, wir brauchen definitiv ein Vertrauen der Organisation in die Teams. Das können wir natürlich als Coaches erreichen, indem wir die Ergebnisse, die an der Stelle entstehen, natürlich noch transparenter machen, weil vielleicht kommen die gar nicht an den richtigen Stellen an. Wir können dort unterstützen. Allerdings müssen natürlich auch die Ergebnisse stimmen. Also ein Team, was aus Management-Sicht oder aus Sicht der Organisation nicht die richtigen Ergebnisse bringt, wird es erstmal schwer haben, dass dem Team vertraut wird. Wichtig ist, dass das Team auch beteiligt ist an Personalentscheidungen. Also gar nicht mal dieses The Team Hires, ja, definitiv, and Fires. Gerade dieser Fires-Gedanke, das ist immer schwierig, dass das Team auch Leute rausschmeißt. Oder wenn es darum geht, von der Skalierung wieder auf weniger Teams zu gehen, wen brauchen wir denn noch? Dass das eine Teamentscheidung ist, ganz schweres Thema. Aber aus unserer Sicht von der Möglichkeit, eine Person sollte irgendwie im Bewerbungsgespräch dabei sitzen und seinen Mund halten, bis zu der Möglichkeit, das Team lädt jemanden ein, weil sie sehen, wir brauchen noch mehr Leute. Alles möglich, aber das Team sollte beteiligt sein als Mindestmaß. Und was wir auch festgestellt haben, wenn das Team und die Individuen weit genug sind, sagen wir einfach mal in der Entwicklung, dass dann auch ein Coaching möglich ist. Also dass man durch Fragen Ziele erreicht und nicht durch Vorgaben. Wir haben noch zwei Tools, die auch als QR-Code am Ausgang hängen. Da könnt ihr einfach abfotografieren oder gleich nochmal auf uns zukommen. Wir würden gerne noch das primäre Tool vorstellen von unserer Seite aus. Nämlich, ganz wichtig, fragt das Team. Bezieht die Leute mit ein. Ich habe es oft genug gehört, gerade in letzter Zeit, dieses Thema, da musst du als Coach mal reingehen und das in das Team reincoachen. Das ist ganz wichtig. Und das ist einfach die falsche Herangehensweise. Fragt die Leute, bindet die Leute ein. Haltet alles maximal transparent, weil die Transparenz ermöglicht es uns, an der Stelle auch uns weiterzuentwickeln, Inspect and Adapt zu betreiben. Ja, und wir haben es dann doch noch geschafft irgendwie, dass wir noch für eine allerletzte Frage noch Zeit haben. Außer es gibt keine. Ach so, Entschuldigung, ich muss das anders machen. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Punkt. Gibt es noch eine letzte Frage? Okay, wir sind noch im Raum und räumen auf. Also entweder könnt ihr jetzt nach oben gehen zur Verabschiedung oder schon nach Hause gehen. In jedem Fall ein schönes Wochenende. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, kommt auf uns zu. Die ganzen Flipcharts sind dann auch im Fotoprotokoll. Wie gesagt, da hinten hängen nochmal die QR-Codes. Könnt ihr abfotografieren. Schönes Wochenende. Vielen Dank.